Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ostriff hier aus unserem kleinen Dörfchen. In der letzten Folge haben wir uns ja um unsere Kapelle und unseren Friedhof hier gekümmert. Ich finde, der ist schon mal gar nicht schlecht geworden. Ich bin gespannt, wen ihr gefunden habt. Und dann schauen wir mal, was heute noch so auf der Agenda steht. Erstmal machen wir wieder einen kleinen Check, ob hier alles läuft. Das sieht gut aus. Gut, dir können wir aktuell noch nicht helfen, mein Guter. Da ist auch noch volle Besetzung da auch. Hier sitzen auch welche drin. Perfekt. Wie sieht es bei unseren Schmieden aus? Jo, der arbeitet auch. Hier hinten das Lagerhaus haben wir schon im Betrieb. Was baut ihr denn gerade? Ach, ihr baut gerade die zweite Brücke, genau hier. Ist auch gut. Wir haben ja doch jede Menge Bauaufträge vergeben beim letzten Mal. Hier wird auch schön Eisen geschmolzen, das ist auch perfekt. Hier hinten, das läuft auch. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch gucken, dass wir auch unsere Geldströme stabilisieren. Dazu organisieren wir uns jetzt ja ein paar mehr Häuser. Hier wird auch fleißig angesammelt. Wir könnten auch so nach und nach mal weiter investieren. Aber wir haben ja schon hier eine Mühle angezeichnet. Das war, glaube ich, hier. Ja. Da müssen die Holzfäller noch ran. Dann können wir nämlich da auch ein bisschen was verarbeiten. Und vielleicht dann auch nach und nach gucken, dass wir Klamotten und sowas für unsere Bürger kriegen. Weil Kampf hätten wir ja schon ein bisschen was und wir produzieren ja auch ein bisschen was. No, was? Wieso kein Manager? Was soll das denn? Kein Manager finde ich nicht gut. Wieso denn nicht? Da lassen wir mal die zwei drin und kommt hier mal lieber einer raus. So, wir kriegen wieder Manager. Und dann gehen wir mal gucken, was wir hier handeln können. Warte mal, das ist der Bereich, wo wir keine Sachen drin haben, wie es ausschaut. Warte mal. Was sind aber Sachen drin? Ach, dann war das wieder der Seeweg. Ja, klar ist der Seeweg. Gut. Da gibt es aktuell nichts. Das tut uns leid. Aber da wären zwei... Ja, warte mal, da sind doch 200 Kartoffeln drin. Also, was soll das? Warum steht hier immer im Export ist nichts drin? Ach nee, du willst was. Das mit der blauen Linie ist auch ein bisschen dumm angezeichnet, aber dann ist es wirklich der da hinten. Und hier sind keine Kartoffeln drin? Ja, nee, hier sind wirklich keine drin. Ach, warte mal, und hier sind Horse Tracks drin. Und wir haben drin. Ich verstehe das Problem. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Ne, Kartoffeln nehmen wir hier definitiv nicht raus. Wir könnten maximal Weizen hier mit einlagern. Und davon würde ich maximal 500 rübernehmen. Und das dann bitte temporär. Der Rest lassen wir so, wie es ist. Machen wir jetzt mal ein bisschen schneller. Dann werden unsere Leute vielleicht... Ach so, die liefern auf der Seite an. Ja, okay. Kann man machen. Aber es wird so langsam.
Ach, ich glaube, deswegen ist unser Manager weg gewesen, weil ja die Familie hier ausgezogen ist. Und jetzt erst die neue kommt. Ja, okay. Was Nahrungsvielfalt ist gerade euer Problem? Warum? Fische gibt es doch ein bisschen was. Wir sollten vielleicht auch mal einen zweiten Fischer organisieren. Ich weiß nicht, kann ich eigentlich Weizen auch so einfach verkaufen? Nee. Aber dann wird es bald auf jeden Fall Mehl geben. Das können wir hier schon mal mit reinnehmen. Habe ich da oben eigentlich einen neuen Brunnen mit eingeplant? Ich hoffe schon, sonst müssen wir hier nochmal irgendwo einsetzen dann. Und in Zukunft, glaube ich, hier vorne nochmal einen zweiten Fischer. Aber das läuft. Da kommen nochmal Kartoffeln rein. Da kommt nochmal Flachs rein. Buckwheat. Ja gut, Flachs haben wir diesmal viel. Aber okay. Ist nicht verkehrt. Schadet nicht. So, wie sieht es denn bei dir aus? Nö. Mehl könnte ich dir anbieten, bringt aber nicht viel gerade. Und da hätte ich bloß 94, weißt du was? Wenn das für dich okay ist, mein Guter, dann biete ich dir das wenigstens an. So, jetzt solltet ihr bloß ein bisschen in die Puschen kommen. Um diese Brücke hier fertigzustellen. Und hier sollten eigentlich die Holzfäller langsam mal herkommen. Sollten hier mal die Dinger rausnehmen, aber ich glaube, das machen sie erst, wenn der Bauauftrag dran ist. Wie sieht es aktuell denn finanziell für uns aus? Wir machen immer noch 200 Miese. Müssen wir jetzt dann echt ändern. Ich hoffe, dass durch das, wenn wir mehr Häuser haben, dadurch mehr Einnahmen haben, dass es dann klappt. Weil normalerweise sollten wir mehr Leute versorgen können. Eigentlich doppelt so viele, wie wir aktuell haben mit den Feldern. Auch wenn die sich jetzt hier momentan ein bisschen schwer tun. Mit Nahrungsmittelvielfalt. Ich weiß bloß nicht warum. Jetzt wirklich hängt es gerade wirklich am Fisch die ganze Zeit? Weil hier ist ja Fisch drin. Deswegen... frage ich mich gerade, was das Problem ist. Wird auf jeden Fall wieder Fisch angeliefert. Wäre schon mal wichtig. Und ich kann halt jetzt nicht nochmal lauter Sachen planen. Wir haben doch einiges momentan da hinten in der Planungsphase. So, dann machen wir jetzt hier mal 500. Das ist unser Weizen. Dann kriegst du mal die 1000 Buckwheat von mir. Habe ich hier Kohle drin? Tatsächlich habe ich hier Kohle drin. Dann wird das jetzt vielleicht mal der große Deal unseres Lebens. So, Honig hätten wir auch noch.
Wir haben keine drin. Und wir könnten, oh, bei euch könnten wir Kühe und sowas kaufen. Das ist vorbei, aber wir brauchen jetzt hier definitiv Leute, die hier Gas geben und die Sachen einladen. Weil damit sollten wir jetzt richtig, richtig Kohle machen. Ich hatte gedacht, das war See, aber See war es definitiv nicht. Was die Kartoffeln können sie hier eigentlich wieder rausnehmen. Und den Honig hier auch. Wir verkaufen hier nur das aktuell. So, der erste ist schon da. Moment. Hat's geklappt? Du hast deinen Weizen mitgenommen. Okay. Dann bin ich gespannt, mit was fährst du hier wieder weg? Okay, du kriegst dann Buckwheat. Wo ist er denn? Ich möchte den gerne auf dem Bild haben. So. Dann ist das mal unser erster großer Handel, den wir hier abschließen. Wo sind die schon wieder am Ernten? Tatsache. Hast du auch alles gekriegt? Jo. Dann kommt der da noch. Ich glaube, das war's dann, oder? Bitte beladen. Geht's noch? Ja, ich wollte gerade sagen. Aber Honig war, glaube ich, das letzte, ja. Oh, die Brücke steht auch. Was dieser weiße Strich hier immer noch soll. Das habe ich immer noch nicht so ganz verstanden. Weil nach dem Neuladen ist er ja wieder weg. So, ihr seid immer noch fleißig am Arbeiten. Ich glaube, es sollte aber auch hinhauen. Mit der Ernte. Würde ich jetzt mal sagen. Wir haben September, Oktober, November. Ja, es sollte klappen. Jetzt schauen wir aber trotzdem mal auf unser Geld. Minus 91 aktuell. Ja, mit Export auf jeden Fall. Ist das das, was wir verkauft haben hier? Normalerweise ja. Ja doch, das ist das. Haben wir schon mal gut Geld gemacht. Das ist schon mal nicht verkehrt. So, was haben wir denn jetzt hier drin? Bisschen was sammeln wir noch, aber eigentlich sollte gerade Material hierfür geliefert werden. Oh, da müssen sie eigentlich bloß noch bauen, aber da fehlen noch die Bäume dafür. Okay. Dann mach mal den da raus. Und dann holen wir hier nochmal einen Holzfäller dazu. Dann sollte das auch ein bisschen schneller gehen. So, mit den großen Wegen geht es dann auch wesentlich schneller. Habe ich eigentlich hier in die Feldränder schon mal Bänke gestellt, dass die nicht so weit rennen müssen? Natürlich nicht.
So, dann kommt da auch noch einer hin. Die sollen ja auch Pause machen können. Da gegenüber sind welche. So, machen wir kurz ein bisschen lang. Schauen wir mal, was wir die anbieten können. Ne, warte mal, was haben wir denn aktuell noch in unserem Lager? Haben wir überhaupt noch was drin? Flachs hätten wir noch und so weiter. Das haben wir nicht, das haben wir nicht. Oder ist Kohle wieder drin? Oh, Kohle ist wieder da. Kohle könnte unser neuer Exportschlager werden. Honig hätten wir auch 500 drin, wie ich sehe. Das war's. Honig und Kohle ist ja das Einzige, was wir Vollgas durchschieben. Der Rest ist ja eigentlich alles. Warte mal, Flachs, falls das doch mal kommt, gehen wir hier mal auf 500. Dann sollte das schon passen. Wie sieht es eigentlich im nächsten Jahr aus? Was wird denn hier gepflanzt? Kartoffeln auf jeden Fall wieder. Ja. Nee, warte, das ist es. Buckwheat, Barley, Buckwheat, Flachs. Mist, Kartoffeln kommen erst im nächsten Jahr wieder. Ja, okay, gut. Ist wurscht. Kriegen wir schon hin. Was ist denn mit euch jetzt los hier? Kein Bock mehr auf Ernte oder was? Ich glaube, das eine Feld ist doch zu viel. Ich weiß nicht, ich glaube, wir werden das kleine Feld hier dann in der Zwischenzeit wieder rausnehmen. Aber das ist genau unser Kartoffelfeld. Habe ich mir gedacht. Als nächstes kommen hier Kartoffeln, mein Guter. Und dann machen wir das so. Und dann kommt Buckwheat. Und Kartoffeln. Und dann gehst du wieder brach. Und ich hoffe, das sollte klappen. Und dann können wir nämlich das da dann rausnehmen. Weil ich glaube, das könnte dann auch ein bisschen Zeit ersparen. Aber das machen wir auch erst, glaube ich, im nächsten Jahr. Müssen wir bloß mal hier zugucken, ob die das wirklich abgeerntet kriegen oder ob der Winter uns vorher einen Strich durch die Rechnung macht. Die haben natürlich auch weite Wege, das ist halt das nächste Problem. Ich glaube, wir setzen hier auch mal ein, zwei Häuser hier rein. Die dann vielleicht näher da sind. Wo es jetzt gerade wieder ganz gut ausschaut. Es sind wieder jede Menge Leute da. Oh, shit. Storage ist voll. Ja, ist schon gut, dass hier gerade eins gebaut wird. Was muss ich hier gerade rausnehmen? Das ist eigentlich so unser Problem. Wir werden das alles, was wir hier anpflanzen können, jetzt dann gleich da drüben ins Lager schaffen. Was kommt ihr? Was wollt ihr? Achso, der hat die Kohle geholt und der holt den Rest. Okay. Und baut mir das Ding schnell fertig, bitte.
Perfekt, warte mal. So, also als erstes kommt hier mal rein. Alle. Wie viel haben wir hier? 20.000. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Flächen. Mal von jedem 2.000 reinpacken. So, Buckwheat. 2.000. Kartoffeln. 2.000. Sonnenblumen 2.000. Und Weizen 2.000. 1, 2, 3, 4. Was haben wir da noch da drüben? Warte mal, wir müssen aber hier noch das da bitte alles anhaken. Und wir wollen hier bitte auch saisonsbedingt nicht. Und eine Arbeiterin rein. Das haben wir drin, das haben wir drin. Wir haben keinen Kampfi drin. Den kann ich hier gar nicht einladen. Lagern. Nee, hätte ich hier dann wahrscheinlich reinmachen müssen. Muss hier auch noch ein zweites Lager hin. So, was haben wir noch? Leinsied. Und Flachs. Glaube ich, Handwerkerressourcen, deswegen sind die hier nicht drin. Okay, dann haben wir das auf jeden Fall hier schon mal. Dann wissen wir jetzt aber, dass wir hier ein neues Lager noch mal brauchen. So, das kommt dann dahin. Das wird dann hier vorher gebaut, bitte. Und dann kommt das da. So, wir ziehen das jetzt hier ein bisschen was nach vorne. So machen wir das jetzt. Und dann können die jetzt erstmal auslagern. Und können hier Gas geben. So, Materialien raus und darüber. Hopp, hopp, hopp. Müssen sie das halt ein bisschen hin und her transportieren, aber da kann ich jetzt nichts dafür. Aber Hauptsache, die Ernte geht weiter. So, was fehlt hier? Bretter. Oh ja, wir haben wirklich ein Bretterproblem. Aber die werden halt einfach nicht abgeholt. Aber das sollte ja auch mit der Zeit kein Problem mehr werden. Die machen auch noch hier hinten Honig, das ist auch gut. Aber es wäre gut, bevor der Winter kommt, dass ihr das Feld hier abräumt. Das wäre sehr wichtig. Wenn du Schuhe brauchst für die Pferde, hätte ich dir welche gemacht. Aber nachdem wir die aktuell nicht brauchen, fahren wir mal mit denen zurück. Und jetzt ist Winter. Holt ihr das Zeug noch?
denn los, Leute? Hier stehen schon noch ein paar. Das holt jetzt keiner mehr, oder? Doch, da kommt noch mal einer. Zwei. Okay. Dann holen wir jetzt hier mal Hanf. 2000. Dann kommt hier Flachs rein. 2000. Was haben wir noch? Wir könnten hier das Linseed noch mit reinnehmen. Sonnenblumen, haben wir die nicht hier drüben drin? Doch, Hammer. Aber das haben wir hier auch alles drin. Dann sollte das schon passen. Ist hier Eisen drin? Jo, da ist Eisen drin, dann brauche ich es hier auch nicht reinpacken. Perfekt. Also dann haben wir die Lagermöglichkeiten schon mal. Dann können sie nämlich hier leer räumen. Wenn sie lustig sind. Dass wir für das nächste Jahr wieder Platz haben. So kann man, haben wir das Problem schon mal beseitigt. Wo ist kein Feuerholz? Warum das denn? Du verkaufst doch Feuerholz, oder? Oh. Ja. Gut. Du könntest hier mal einen weiteren bauen. Das ist halt jetzt nicht so geil. Sollten wir vielleicht doch nochmal hier oben den Förster mit aufmachen. Wir bräuchten so viel nochmal. Aber wir haben halt einfach die Leute aktuell nicht dafür. So, was wolltet ihr denn? Ihr das große Kohlegeschäft aktuell. Das könnt ihr haben. Honig habe ich aktuell leider nichts für euch. Da haben wir auch aktuell nichts mehr für euch und da auch nicht. Aber Kohle, das können wir euch anbieten aktuell. Aber hatte ich hier hinten auch ein Lagerhaus? Und hier habe ich natürlich jetzt ein Feuerholz drin. Das ist jetzt natürlich auch doof. Aber hier hinten sind Nägel drin. Und die Kohle wäre hier auch wichtig. Holz ist hier auch wichtig. Das können wir erstmal rausnehmen. Oh, nicht. Ich hätte ganz gerne Feuerholz hier hinten. So, packt mal hier ein 1000er Feuerholz rein, bitte. Dass der arme Kerl hier hinten Feuerholz kriegt, bevor er auszieht. Sind sie da noch fleißig dabei? Hm, nicht wirklich. Jetzt juckt die gerade gar nicht. Hat der jetzt auf die Schnelle da hinten einen Wagen hingezimmert? Oh, oh, es geht schneller voran. Okay, das ist gut. Aber, dann würde ich jetzt erstmal sagen, sind wir am Ende der Folge. Man muss sagen, wir haben in der Folge schon mal einen guten Handel abgeschlossen. Das ist schon mal sehr schön, dass ein bisschen Geld reinkommt. Klar, wir sind noch nicht auf dem Niveau, dass wir es halten können. Und wir müssen natürlich viele Sachen für unsere Bürger jetzt erstmal in den Griff kriegen. Und uns dann Stück für Stück erweitern. Lasst mir gerne einen Kommentar da, gerne ein Däumchen. Und wenn ihr nichts verpassen wollt und mich unterstützen möchtet, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Damit ihr nichts verpasst. Bis dann. Ciao, ciao.